Hallo, diese Woche soll bei mir im TechSeo-Blog im Zeichen des Videos stehen und was liegt näher, als das Ganze mit einem kleinen Videocast zu starten. Dafür habe ich in der letzten Woche auf Facebook mal eine kleine Umfrage gestartet oder gefragt, was ihr denn für Fragen habt oder was für Themen ich denn behandeln soll. Und das haben wohl noch nicht so viele mitbekommen irgendwie, aber ich werde das bestimmt noch öfter machen und insofern, falls ihr da mal wieder bei Facebook was Entsprechendes entdeckt, irgendwie würde ich mich freuen, wenn ihr entsprechende Fragen oder Themenvorschläge mir sagen könntet. In dieser Woche, also gemeldet hatte sich unter anderem der Malte Landwehr, der gefragt hat oder der gemeint hat, ich solle doch mal erklären, wie das mit dem Bilder-Hijacking funktioniert. Also, dass man Bilder kapert, könnte man auch sagen. Und das will ich diese Woche aber nicht behandeln irgendwie. Das wird auch ein ausführlicheres Thema. Irgendwie, das müsste ich wahrscheinlich mit einem Blogartikel noch ein bisschen unterfüttern. Dann hatte der Kriller, der Christian Schmidt, gefragt oder mich gebeten, ein Hauturm Bilder malen zu machen. Na gut, aber das ist in einem Videocast wahrscheinlich eher langweilig, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und dann so ein bisschen Bilder male. Wem nützt das was? Insofern greife ich mal das Thema auf von dem Alexander Geißenberger, der nochmal den SEMSEO-Vortrag über die Google Doodles erwähnt hat, dass er das ganz interessant fand und darum gebeten hat, da noch ein paar Informationen drüber zu erhalten, beziehungsweise das Thema Google Doodles nochmal zu vertiefen. Und das möchte ich heute genau machen. Und zwar anhand eines Beispieles. Ich hatte ja in dem auf einem SEO-Vortrag irgendwie das Beispiel mit dem Martha Graham Doodle. Aber heute soll es mal um ein Doodle gehen, was kurz danach kam, nämlich das über Les Paul, dieses Gitarrendoodle. Und da möchte ich euch mal einiges zeigen, ein paar Zahlen nennen und vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp, irgendwie, den man benutzen kann, wenn man bei YouTube unterwegs ist. Gut, fangen wir mal an. So, wir beginnen mal hier bei mir im TechSeo-Blog und zwar, indem ich mal zurück gehe hier zu dem Artikel über das Doodle, cooles E-Gitarren-Doodle für Les Paul. Klicke ich mal an. Im Grunde war das ein ganz typisches Doodle, so wie ich es auch im Vortrag erwähnt habe. Hat einen kleinen Traffic-Peak erzeugt, aber das will ich hier jetzt gar nicht thematisieren, sondern es geht hier um dieses Video. Ich spiele das mal kurz an. Also ich habe da einfach nur ein bisschen drauf rumgezupft. Die meisten haben es wahrscheinlich gesehen. Also Google hat auf der Startseite einfach ein Doodle geschaltet, mit dem man so Gitarrenmusik machen konnte. Und ja, ich wollte das Ganze nur entsprechend dokumentieren und habe da einen Screen Recorder parallel laufen lassen, während ich drauf rumgezuppelt habe. Genau. Müssen wir uns nicht zu Ende anhören. Irgendwie ist nicht gerade eine musikalische Meisterleistung. Aber darum ging es ja auch nicht. Ich wollte es ja nur dokumentieren. So, und jetzt gehe ich mal rüber hier unten, indem ich hier unten auf den YouTube-Button klicke im Video zu YouTube. Und hier sieht man jetzt, fängt er schon wieder an, dass dieses Video mittlerweile fast 8000 Besucher bekommen hat. Besuche an Klicks, Leute haben es angeguckt. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, also man kann so einen Kanal, so einen YouTube-Kanal mit solchen Videos, die innerhalb weniger Tage irgendwie 8000 Besucher bringen, irgendwie schon deutlich stärken. Ich gehe jetzt mal ganz kurz bei mir in den Kanal rein. Und da hat man so ein bisschen die Vergleichszahlen. Hier fängt sofort irgendwie das Street View Paris Urlaub Video an zu spielen. Das hat natürlich auch mit 22.000 Besuchern Aufrufen inzwischen eine ganze Menge. Und hier kommt jetzt das Les Paul Doodle mit fast 8.000. Dann gibt es Martha Graham Doodle, das hat 4.800 Aufrufe. Okay, dann gibt es noch die Speed Paintings, die sind ein bisschen außer Konkurrenz irgendwie. Aber hier zum Beispiel das wundervolle Interview von mir irgendwie mit dem 2.1 hat 354 Aufrufen innerhalb eines Jahres, glaube ich irgendwie. Also es ist, kann man überhaupt nicht vergleichen irgendwie. Also mit so aufwendig gut gemachten Interviews irgendwie kriegt man irgendwie 350 Klicks und mit so einem plumpen Doodle-Video irgendwie kriegt man innerhalb von einer Woche irgendwie 8000 Klicks. Ja, also das ist eigentlich erstmal ganz cool, aber das Ganze ist natürlich nur ein Fliegenfurz im Vergleich zu dem, was andere gemacht haben.
Ich gebe jetzt hier mal bei YouTube ein Les Paul Doodle. So, weil ich war ja nicht der Einzige, der die Idee hatte, daraus ein Video zu machen. Und jetzt sieht man mal, was hier so vorne ist. Irgendwie also 46.000 Aufrufe, 29.000, 79.000, 57.000 und hier, das ist natürlich der Kracher. Ich klicke den gleich mal an. Balasfdo macht nichts anderes als ich. Ja, zupft einfach nur ein bisschen unmotiviert irgendwie auf den Seiten rum und kriegt dafür 1.487.833 Klicks, Aufrufe. Hallo? Fast 1,5 Millionen Klicks auf das Video innerhalb von einer Woche. Ist doch krass, oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da doch ganz schön geplättet. Beeindruckend, ja, also kann man nicht anders sagen. So, und jetzt ist es natürlich interessant, wenn man mal rausfinden würde, wieso hat der Kerl denn da so viel Klicks drauf bekommen irgendwie. Und ich weiß nicht, wer das alles schon nutzt irgendwie, aber hier rechts von den Statistikzahlen gibt es dieses kleine Icon. Wenn man darauf kommt, rollt, kommt der Hinweis Videostatistiken anzeigen. Das machen wir jetzt hier mal. Und da sehen wir, klar, dass der die ganzen Klicks hier innerhalb dieser zwei Tage bekommen hat. Das war vermutlich der Tag, hier ging das los und das war dann der Tag, wo das Doodle tatsächlich auf der Startseite zu sehen war. Und man sieht jetzt hier auch, dass nach dem, warte mal, 7, 14, also so nach dem 10. ungefähr oder nach dem 11. hat sich da kaum noch was verändert. Klar, es gibt nach wie vor ein paar Leute, die gucken nach dem Video, aber den Traffic, also den Peak hatte er hier am Anfang. Da hat er irgendwie fast 1,3 Millionen Klicks bekommen. Und warum hat er die bekommen? Sieht man hier, erste Weiterleitung von YouTube. Der war auf der YouTube-Startseite mit seinem Video. Ja, 574.000 Klicks damit generiert. Irgendwie. Klar, da hat man natürlich auch gute Karten, irgendwie, wenn man da erstmal gelistet ist. Und über diese Startseite vermutlich hat er dann entsprechend noch Medienaufmerksamkeit bekommen. Ja? Also News, CNET, Huffington Post, Guardian, also da erster Aufruf durch ein Mobilgerät, auch 174.000 irgendwie, also das sind natürlich Zahlen irgendwie, da kann man wirklich nur mit den Ohren schlackern. Und man sieht hier auch immer noch die so eine Landkarte, wo man angezeigt bekommt, wo am meisten dieses Video angeschaut wurde. Und da sieht man, das ist auch wunderbar schön weltweit verteilt. In den englischsprachigen Ländern natürlich am meisten, aber eigentlich ist es gar nicht natürlich, weil das ist ja im Grunde genommen nur so ein Musikgedudel. Aber ja, also da sieht man wirklich, dass das viel gebracht hat. In Indien war das Ganze sogar meist gesehen in diesem Monat, ja, was natürlich auch immer noch schön ist, weil wenn man in diese Statistiken reingerät, ich weiß nicht, wer das von euch benutzt, ist auch immer eine sehr schöne Sache, irgendwie, wenn man in diesen Statistiken drin ist, dann kriegt man viele Besucher und das stärkt natürlich auch nicht nur das eigene Video, sondern natürlich auch die den YouTube-Channel, weil von diesen Seiten fließt sozusagen der Link-Juice, wie man so schön sagt, direkt weiter. So, und hier sind natürlich irgendwie die üblichen Verdächtigen. Wir haben hier natürlich auch nicht die indische Seite meist gesehen, sondern die deutsche. Wenn man sich die Kategorien aufmacht, dann kann man noch feststellen, dass das für jede einzelne Kategorie, die es bei YouTube gibt, eigenständige Listen gibt. Wissenschaft und Technik. Kann man sich mal angucken. Und das hat sich alles ein bisschen verändert. Vor einigen Tagen wurde mir hier noch angezeigt, wie viel Klicks die Videos tatsächlich bekommen haben. Na gut, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Das kann man jetzt hier nicht mehr sehen. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das schon beeindruckend, irgendwie was man mit diesem Les Paul Doodle Video alles machen konnte. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und war das ein oder andere Interessante dabei. Wenn ihr Fragen oder Themen habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren einfach kundtut. Tschüss.